Shuria, bitte reiß dich zusammen. Lass mich allein. Shuria, deine Familie braucht dich jetzt wirklich. Lass mich allein. Bitte reiß dich zusammen, Shuria. Lass mich allein! Bitte lass mich alle alleine! Ich will einfach gerade mit niemandem sprechen. Ich will nicht, dass ihr mich tröstet. Habt ihr das verstanden? Ich will euer Mitleid nicht. Ich will einfach nur meine Merk zurück. Shuria, es reicht. Du musst dich jetzt wirklich zusammenreißen. Ich will Merk zurück. Kanta, du hast gesagt, ich soll die Hoffnung nicht verlieren. Du hast gesagt, dass es schwer wird, aber dass ich gewinnen werde. Kanta, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe mein Bestes gegeben. Du hast gesagt, dass Merk dann zurückkommt. Aber sie ist nicht zurückgekommen. Kanta, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Was habe ich denn falsch gemacht, Kanta? Ich brauche kein Geld und keinen Ruhm. Ich will das alles nicht. Nehmt es mir weg. Ich will nur Merk zurück in meinem Leben haben. Ich will nur Merk. Ich will überhaupt nichts anderes. Ich will einfach Merk zurück. Ich kann ohne Merk nicht leben. Beruhige dich, Shuria. Es reicht. Dolly, bitte bring mir meine Merk zurück. Dolly, ich tue alles, was du sagst. Ich tue, was du willst, aber bring mir meine Merk zurück. Bitte, 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 meine Shuria, Merk. Shuria, beruhige dich. Genug, Shuria. Anwari! Anwari! Alles wird wieder gut. Liebes, mach dir um mich keine Sorgen. Anwari! Ich werde für meine Sünden bestraft. Was hast du getan? Julie, mach dir keine Sorgen. Ich werde etwas unternehmen. Ich rufe einen Arzt. Nein, mein Liebes, warte. Dafür ist es zu spät. Aber bevor ich sterbe, muss ich dir die Wahrheit sagen, Vandana. Vandana war unsere Schwiegertochter. Sie sah ganz genau so aus wie du, deine Doppelgängerin. Vandana hat sie umgebracht. Als wir mit Vandanas Leichnam im Krankenhaus ankamen, warst du auch dort. Du, mein liebes Kind. Du warst bewusstlos. Und um sein Verbrechen zu vertuschen, hat Vandana dich mit Vandana vertauscht. Ich habe nur für Julie den Mund gehalten. Nur für sie habe ich es dir verschwiegen. Das kannst du mir doch nicht antun, bitte. Almari. Liebes, du bist nicht unsere Schwiegertochter, aber für mich warst du immer ein Teil der Familie. Liebes, du bist Meg. Bitte verzeih mir meine Liebe. Geh zu deiner Familie und lebe mit ihnen ein glückliches Leben. Ich habe nur eine Bitte. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, aber wenn du kannst, kümmere dich um den kleinen Neef. Du bist die Einzige, die sich noch um ihn kümmern kann. Anwari, Neef ist mein Sohn. Und keine Sorge, ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt. Julie, keine Sorge, alles wird wieder gut. Ich bin für dich da, Anwari. Ich kümmere mich um alles. Anwari! Manda muss für das bezahlen, was er getan hat. Ich mach ihn fertig. Was macht sie denn immer noch hier? Warum hat der Idiot Manda sie nicht weggebracht? Du bist wieder hier. Sir, ich muss jetzt gehen. Ich habe nur auf Manda gewartet. Du hast mich schon einmal verlassen. Aber nicht nochmal. Du bist meine Merk. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich lass dich nicht gehen. Du bist mein Leben. Ich bin dein Shuria. Ich lass dich nicht weggehen. Du bist meine Merk.
Halten Sie sich fern. Ich bin eine verheiratete Frau. Hey, ich habe wirklich genug von diesem Unsinn. Komm! Hey! Fassen Sie sie nicht an, sonst hacke ich Ihnen die Hände ab. Das ist meine Mähek, verstanden? Ich mache sie fertig, wenn Sie sie anfassen. Das ist meine Mähek! Meine Mähek! Gloria, lass ihn was los! Was fällt Ihnen ein, sie anzufassen, ha? Was fällt Ihnen ein? Denn? Wir haben so schon genug Probleme! Was fällt Ihnen eigentlich ein, meinen Mann zu schlagen? Ich habe genug von Ihnen. Halten Sie sich endlich von mir fern. Ich habe doch oft genug gesagt, dass ich Vandana bin und nicht Mähek. Ich möchte mich für Shoria vielmals entschuldigen. Gehen Sie ruhig. Sie sollten ihn irgendwo einsperren. Eines sollten Sie jetzt endlich begreifen. Ich bin nicht Ihre Mähek. Ich bin nicht Ihre Frau. Ich bin Vandana. Ich habe meiner Familie zuliebe Zeit mit Ihnen verbracht. Das musste ich tun. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass Sie mir die Luft abschnüren. Ich flehe Sie an, sich von mir fernzuhalten. Mähek, ich kann mich nicht von dir fernhalten. Bitte versteh das doch. Bitte versteh, dass ich nicht ohne dich leben kann. Verstehen Sie mich nicht? Verstehen Sie nicht, dass ich nicht Mähek bin? Akzeptieren Sie es doch. Aber Mähek... Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, dann bringe ich mich um. Dann begehe ich Selbstmord. Ich würde lieber sterben, als mein Leben mit Ihnen zu verbringen. Nein, Mähek, bitte tu das nicht. Bitte, lass das. Dolly, bitte tu doch was. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon, bitte glaub mir. Ich lass dich in Ruhe. Dolly, bitte sag es ihr. Ich gehe ja schon. Bitte tu das nicht, Mähek. Bitte wirf das weg. Komm schon. Ich hatte kein Problem damit, meinen Vater umzubringen. Denkst du wirklich, ich habe ein Problem damit, meinen Sohn umzubringen? Denkst du, dass ich zögern würde? Nein, oder? Also wenn du zu Shoria gehst und ihm die Wahrheit sagst, dann werde ich Neef umbringen, so wie seinen Großvater. Nein! Du wirst Neef nichts antun! Du wirst Shoria und der Polizei nicht entkommen! Ja, vielleicht. Aber bevor Shoria oder die Polizei hier ankommen würden,
wäre dein geliebter Sohn Neve schon längst tot. Weißt du, ich bin vielleicht sein Vater, aber du siehst ihn doch als deinen Sohn, oder? Machst du dir noch Sorgen um ihn? Oder hast du damit aufgehört, seit du dich wieder an alles erinnerst? Du wirst dich zwischen Shoria und Neve entscheiden müssen. Zwischen deinem Sohn und der Liebe deines Lebens. Nein! Du wirst Neve nicht wehtun! Sag mir, was du willst! Bitte verzeih mir, Shoria. Es tut mir leid. Ich musste es für Neve tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass ihm etwas zustößt. Aber Shoria, ich werde mit Neve zusammen zu dir zurückkehren. Bitte warte auf mich. Bitte. Soll ich Neve nur retten? Wie kann ich dieses Problem lösen? Ich wünschte, ich könnte Shoria alles erzählen. Er war dein Vater. Er war nicht dein leiblicher Vater, aber er hat sich immer um dich gesorgt. Wenn ich nicht deine Mutter wäre, dann wäre es nie so weit gekommen. Wir haben 25 Jahre miteinander verbracht und du hast alles zerstört. Bist du ein Mensch oder ein Monster? Ein Monster. Und wenn du noch ein Wort sagst, dann mache ich dich auch kalt. Sie sagt nur die Wahrheit. Wag es nicht, so mit deiner Mutter zu sprechen. Ich habe getan, was du verlangt hast. Also gib mir Neve zurück. Hey, sprich nicht so mit mir. Neve ist mein Sohn. Was willst du tun, wenn ich ihn dir nicht zurückgebe? Dann erteile ich dir eine Lektion. Du solltest mich besser nicht unterschätzen. Sieht so aus, als wolltest du deinen geliebten Mann Shoria Kana nie wiedersehen. Deshalb verhältst du dich wahrscheinlich so. Hey, halten Sie hier. Kommt, steigt aus und nehmt das Gepäck. Hey, hören Sie. Sie haben gesagt, dass wir weit wegfahren. Ich dachte, ich bekomme viel Geld von Ihnen. Ich lasse mich doch nicht reinlegen. Beruhigen Sie sich. Ich zahle Ihnen so viel Sie wollen. Geben Sie mir 500 Rupien. Ich gebe Ihnen 600. Das ist ein 2000er. Können Sie wechseln? Nein, ich habe kein Wechselgeld. Kein Problem. Wir gehen in dem Laden dort welches wechseln. Kommen Sie. Bitte vergib mir. Es tut mir so leid. Julie, wenn du wirklich willst, dass Banvari dir vergibt, dann musst du mir helfen, Neve zu retten. Du weißt ganz genau, dass Manda ein richtiges Monster ist. Ja. Wo ist Merk? Shoria, du musst dich bitte zusammenreißen. Ma'am, sollen wir einen Arzt rufen? Nein, es ist alles in Ordnung. Er hatte nur einen Drink zu viel. Okay, Ma'am. Wissen Sie, wer das ist? Shoria Kana, der berühmte Hotelier. Wenn Sie Ihren guten Ruf behalten wollen, sollten Sie dafür sorgen, dass er beeindruckt ist. Wir möchten nicht gestört werden. Und stellen Sie ja keinen Anruf zu uns durch. Stören Sie uns einfach gar nicht. Kommen Sie nur auf das Zimmer, wenn ich Sie rufe. Ja, Ma'am. Wessen Haus ist das?
die nächsten 2 Monate hier spielen. Der Besitzer ist in Dubai. Ich bin da. Dubai. Wenn der eigene Vater stirbt, kümmert sich der Sohn um den Scheiterhaufen. Ich habe ein ganzes Haus organisiert. So werde ich seine Leiche ohne Probleme los. Hier wird uns niemals jemand finden. Kommt jetzt mit. Und Neef? Wo ist Neef? Sag es mir bitte. Oh Göttin. Ich habe Shorya angelogen und ihm so viel Leid zugefügt. Aber ich musste doch Neef retten. Bitte beschütze meinen Shorya. Endlich sind wir zusammen, Shorya. Ich lasse nicht zu, dass uns je wieder jemand trennt. Meine Güte, die lassen Shorya wirklich auch nie in Ruhe. Lass uns endlich in Ruhe, Harish. Lass mich mal ein bisschen Zeit mit Shorya alleine verbringen. Shorya. Merk. Mach die Augen auf, Shorya. Sieh her, ich bin für dich da. Archie, Merk ist weg. Sie hat mich verlassen für immer. Ja, Shorya, sie hat dich verlassen, aber ich bin für dich da. Und ich werde dich niemals verlassen. Ich will wirklich nur dich. Wir werden für immer zusammen sein. Dieses Haus wird für 2 Monate leer stehen. Und in diesen 2 Monaten wird sein Leichnam entweder in diesem Klärbehälter verrotten oder von den Ratten gefressen. Der Mensch, von dem du da sprichst, war dein Vater! Du willst, dass die Ratten seinen Leichnam fressen! Er hat sich immer um dich gekümmert! Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht nerven! Wenn ich ausraste, werde ich dich auch umbringen! Ich hätte dich an dem Tag töten sollen, als du geboren wurdest. Dann würde mein Mann heute noch leben. Er war nicht dein leiblicher Vater, aber er hat dich immer wie seinen eigenen Sohn behandelt und geliebt. Trotzdem hast du ihn umgebracht. Gott wird dich für deine Taten bestrafen. Ich hätte lieber gar kein Kind. Als einen Sohn wie dich. Ich bin in dieser Lage, weil ich dir alles hab durchgehen lassen. Hey! Wenn du nicht willst, dass ich Neef umbringe und seine Leiche neben die von Dad stecke, dann lass mich machen, was ich machen will, Vandana. Geh aus dem Weg, ich mache jetzt den Klärbehälter auf. Hör zu. Mach jetzt lieber nichts Dummes, sonst bringe ich dich um.